So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. So wie ich das da draußen gerade sehe, wird es gerade wieder ein bisschen dunkel und deswegen beginnen wir. Die Folge mit einem Schläfchen. Guten Morgen. So, da sind wir wieder. So. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Das ist immer so ein bisschen die magische Frage. 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 Ich wollte ja eigentlich meine Baustelle hier oben weiterbauen. Da können wir ja eigentlich mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. So, ich hoffe, da unten ist nicht schon wieder ein Zombie. Das sieht erstmal nicht so aus. Dann ist wieder ein Enderman. Habe ich Glas dabei? Ja, Glas habe ich dabei. Und Eisen aus irgendeinem Grund. Okay. Ich bin hier gerade am. Zack, zack. Okay, Pferd. Wenn du das so möchtest. So. Was ich mir jetzt hier halt gedacht habe, ist, wir können so einen ausladenden Wulst machen. Kennt ihr das? Da gibt es ja manchmal so Häuser an so Klippen, wo halt wirklich einfach so ein Kubus rausgeht. Ah, das Glas reicht halt nicht. Also so ein Überding rausgeht, mit dem er dann quasi rausgehen kann und dann einfach die tolle Panorama-Aussicht hat. Und hier hinten hast du dann halt einfach normal deine Wände wieder und ja. So, für sowas brauchen wir aber dann auf jeden Fall schon mal. Ich geh mal Kühe schubsen. Warte mal. Ich mache erstmal das Metall hier wieder weg. Ich brauche noch eine Hose, das heißt, ich brauche noch zwei, drei Kühe. Wahrscheinlich sieben. Und der Enderman geht mir auf den Zeiger. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Ob ich deren Appearance Rate irgendwie reduzieren kann. Also, sagen wir es mal so, ich habe mal kurz. Was ist da hinten? Ein Pferd. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. So. Und hier mit diesem Ding, mit diesem Spaßbad für die Tiere, da müssen wir uns auch mal irgendwas überlegen. Der hat jetzt nichts geworfen, ne? Hat er nicht. So, da müssen wir uns auch mal irgendwas überlegen. Oh, da oben ist noch eine Kuh. Da hinten ist noch ein Muli. Wie gesagt, die Enderman-Dichte, die ist einfach. Meiner Meinung nach ist sie zu hoch. Oh, da gibt es noch ein Schaf. Und hier gibt es noch einen Muli. Also,
Genau, wie gesagt, meiner Meinung ist die Enderman-Dichte einfach zu hoch, deswegen müsste man die reduzieren. Das müsste ich, wie gesagt, mir mal angucken, ob ich da selber aus den Lua-Skripten ein bisschen schlau werde. Wenn ich dann Zeit dafür fände, meistens eben nicht. Ich gucke im Inventar, ich habe 9, das reicht mir. Super. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal... dich können wir nehmen, dann können wir dich darüber packen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einmal Vollbekleidung. Das heißt, wir könnten... So. Kannst du zurück? Kannst du da hoch? Oh, jetzt ein rohes Kaninchen. Also, ein gekochtes Kaninchen. Das wäre auch nicht schlecht. Hätte schon was. So, eigentlich wollte ich dich zurücknehmen und dich darüber tun. Dann kann ich dich darüber tun. So, das wollte ich deswegen, weil wir dich halt viel früher dann wegkriegen. Und es gab doch irgendwie eine Möglichkeit, Pilzsuppe herzustellen. Aber ich weiß nicht mehr wie. Und Schießpulver, da kann man doch auch irgendwie, wie heißt denn das? Da kann man doch auch irgendwas machen mit. Okay, aber was wollen wir heute eigentlich in der heutigen Folge versuchen zu erreichen? Irgendeine Zielsetzung bräuchten wir ja jetzt mal. Kann ja nicht immer nur... das gleiche machen. Im Prinzip könnten wir Sand holen gehen. Vielleicht sogar da drüben, dann tragen wir die Insel ein bisschen ab. Oder unter Wasser, oder wir können die Mine noch mal ein bisschen genauer angucken. So, da hätten wir hier nochmal Fleisch. Und dann hätten wir das eigentlich alles. Und dann können wir eigentlich mal ein bisschen was essen. Und dann... Kannst du weg? Würde ich jetzt eigentlich mal mit dem Knochen draußen in der Welt rumlaufen? Moment, wir haben doch eh ganz viele Knochen. Dann würde ich mal gucken, ob wir da irgendwo einen Hundi haben. Wir haben sogar einen Namenstag, also... Das ist ja jetzt auch nicht das Ding. Wo haben wir denn das? Das haben wir doch irgendwo herbekommen. Ach, nee. Das war ja die andere Karte. So, jetzt haben wir endlich mal Knochen dabei und dann gibt es hier keine Hundisäge. Das ist doch zum Kotzen. Hey, hier, hey. Wenn ich jetzt nochmal den Knochen auf ihn hau. Okay, warte mal. Kann ich den nicht irgendwie so sagen? Kann ich die nicht füttern, die Knochen? Hm.
Okay, das ist irgendwie sowas, was ich noch nicht so wirklich hundertprozentig verstehe. Wie funktioniert das mit dem Zähmen? Hau ich die denen einfach an den Kopf und dann sind sie glücklich? Oder weil ich meine, eigentlich müssten die Knochen ja noch weniger werden. Wie gesagt, mit Fleisch hätte ich es erwartet, aber mit Knochen? Ja, Hundi, dann komm doch mal her, hä? Hier. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen ins Bettchen. Bevor wir wieder die ganze Nacht irgendwelchen Blödsinn machen müssen. Guten Morgen. Das da drüben ist schon so ein bisschen lächerlich. Aber da sehen wir ganz viel Sand. Den könnten wir eigentlich abbauen. Und da unten gab es ja auch ganz viel Sand. Also ich meine, auf der einen Seite war ja halt dieses ich glaube, ich gehe mal wieder Bäume fällen. Ich wüsste zwar nicht warum. Oder wir. So, Dankeschön. Also wie gesagt, der macht gut Schaden, aber wenn man ihn dann hat. Und dadurch, dass der so häufig vorkommt, ist es eigentlich auch nicht so das Drama, den dann auch wirklich platt zu machen. Da hinten gibt es ein braunes Schaf oder ein schwarzes oder wie auch immer man das nennen möchte. Da drüben war ja auch irgendwie ein Andy. So, ich würde mal den Kies da runterholen. Genau. Dankeschön. Hi, Hundi. Und haben wir wieder eine Enderperle. So, und den Baum hier würde ich mal fällen, der ist im Weg. Und das Schaf will irgendwie da niederfleuchen. So, und dann würde ich mal die Welt hier ein bisschen aufräumen, oder? Hey. Das ist ja hier alles Blödsinn. So. Okay. Habe ich noch eine Schaufel? Wahrscheinlich nicht mehr. Vorher hatte ich so viele Schaufeln, jetzt habe ich keine mehr. Ja. Können uns hier jetzt aber auch einfach so einen Block hinsetzen. Warum auch immer. Und dann bauen wir uns mal eine Schaufel. Schaufelstäbchen. Zack, zack. Haben wir hier zwei bitte. Eins. Zwei. Und dann würde ich halt wirklich einfach mal dieses Chaos, das dieser Enderman hier eingerichtet hat, einfach mal wieder ein bisschen aufräumen. Und jetzt finden wir dabei auch noch gleich. Eine Höhle. So. Dann. Über.
So. Okay. So dramatisch war es dann nicht. Spitzhacke vielleicht. Dann können wir nämlich die Kohlen hier noch holen. Die Kohle hole. So. Und den da und den da. Und den da und den da. So, Dele. Okay, dann würde ich hier vielleicht mal sagen, wir hauen hier eine Fackel hin. Können wir die nämlich wieder mitnehmen und dann können wir hier noch eine Fackel hinhauen. Da haben wir das auf jeden Fall auch schon mal erledigt und dann können wir da noch die Kohle. Ich habe keine Pfeile, oder wie? Ist ja ein bisschen ein Witz. Dann würde ich doch mal hier Kaninchen essen. Dankeschön. Ach, das waren zwei. Ach, und den Blödsinn, den braucht ja auch kein Mensch. Wunderbar. So, dann können wir hier die Kohle mitnehmen. Sage mal, hier gibt es einen Flöß. Flöz. Flieze, Flatze, Flutze. So, dann würde ich ihn mal raus. Und dann können wir hier eigentlich die Erde wegmachen. So, aber irgendwie habe ich hier noch ein bisschen zu viel von allem möglichen Gezuppe. Deswegen würde ich dich eigentlich ganz gerne wegmachen. So, und wir müssen uns eigentlich mal überlegen, ob wir nicht vielleicht irgendwann mal an den Punkt kommen wollen, dass wir sagen, wir machen uns eine Monsterfalle. Und ich meine, eigentlich wäre der Bereich hier dafür ja prädestiniert. Wir könnten hier oben zumachen. Also das ist ja hier so eine Vertiefung. Könnten wir hier oben zumachen, das heißt, wir könnten hier unten die Viecher ansammeln. Aber ich gehe jetzt echt mal nach Hause. Wenn ich es denn finde. Da hinten müsste es doch sein. Genau. Ich gehe jetzt nämlich echt mal nach Hause, weil, okay. Weil mein Inventar schon wieder so voll ist. Gut. Wie gesagt, also da hinten könnten wir jetzt wirklich einfach mal aufräumen. Wenn mich hat es gerade so ein bisschen genervt. Zack, zack, zack. Ein Grasblock. Ein Grasblock, bitteschön. Ah, manche Leute. Okay, Spinnenaugen. Weiß ich nicht, was das soll. Die würde ich mal mitnehmen wollen. Dann können wir mal die Enderperlen wegmachen. Das Holz. Das wollte ich eigentlich schon immer mal ausprobieren, muss ich sagen. Wie funktioniert das so? Nein. Doch. Willst du mir sagen? Okay, also so können wir uns quasi Holzkohle herstellen. Was mich jetzt da in dem Kontext auch interessieren würde, aber das ist jetzt erstmal für den Anfang egal. Warte mal. So, dich würde ich mal behalten wollen und dann würde ich mal hier sagen,
zack. Okay, geht nicht. Zack und zack. Geht auch nicht. Ich war gerade am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie einen Pfeile hinbekomme. Vielleicht so und so. Auch nicht. Vielleicht einfach so. Auch nicht. Gut, ist auch egal. Ist er jetzt nicht dramatisch. So, den Spaß können wir weg. Dann können wir hier eigentlich auch fast mal sagen, du. Können wir hier mal sagen, okay. Dann hätten wir hier auf jeden Fall auch schon mal Holzkohle. Und dann können wir mal gucken, kann ich aus Holzkohle auch Fackeln herstellen? Ja. Das wäre auf jeden Fall billiger, als es mit Kohle zu machen. Und das Kochen wäre mit Holzkohle, glaube ich, auch billiger. So, dann nehmen wir mal die Hälfte weg. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also wenn wir sie haben, haben wir sie halt. Gut. Geht die Sonne schon wieder unter? Ja, ein bisschen, aber da hinten ist noch ein Andy. Den ich halt auch noch erlegen. Okay. Ich denke nicht. Ich denke, wir gehen eine Runde schlafen und dann können wir morgen den Andy erlegen. Und dann können wir uns auch mal überlegen, ob wir nicht langsam mal Stadtmauern bauen. Ich meine... Guten Morgen. Na komm. Dankeschön. So, wir können uns ja jetzt echt mal überlegen, ob wir nicht langsam irgendwann mal Stadtmauern bauen. Jetzt gehen wir mal hier hoch auf den Turm. Einfach damit wir die ganzen Monstren aus der Stadt und aus unserer Umgebung raushalten. Da hinten ist der Andy. Und den würde ich ganz gerne jetzt auch noch mal trittieren. Also mit dem Wegporten klappt super bei ihm. So. Wie gesagt, also die gehen mir halt so ein bisschen auf den Zeiger. Und ich würde ganz gerne... Also es, man sieht es halt. Es ist halt einfach nur Grütze, was die da so antreiben, anfangen. Deswegen... Da ist schon wieder einer, da ist es schon wieder einer. Also die Spawnrate von denen ist... Ich meine, wenn die jeder eine Enderperle droppen, dann, ich weiß nicht, was man mit der Enderperle macht, aber es ist halt einfach lachhaft. So von der Spawnrate her ist es einfach lachhaft. So. Und wie gesagt, was ich halt machen möchte, ist jetzt wirklich, ich möchte mal ein bisschen einebnen. Damit es hier nicht so wie Kraut und drüben aussieht, sondern so ein bisschen einheitlich. Und was haben wir hier? Hier haben wir so eine Aufschüttung von Erde. Das wäre ja noch okay. Dagegen sage ich jetzt nichts. Aber hier würde ich halt dann, wenn dann, gerne einen natürlichen Hang haben. Und eine vernünftige Höhle. Und nicht so ein grützeliges Gezuppe, wie es hier gerade ist. So, deswegen machen wir das hier erstmal eben. Zumindest von dem Abschnitt hier. So, und dann würde ich eigentlich mal sagen, wir können unsere Erde nehmen. Oh, von mir aus auch mal mit der anfangen und dann vielleicht die nächste. So, also hier einmal. So. Was haben wir denn hier? Und dann können wir die zumachen und zumachen.
Und das hier genauso. Also erstmal du und du. Und du. Ja, dann kommt mal raus da unten. Du und du und du und du. Und du und du. Super. So, und was das da hinten ist, würde mich halt jetzt echt mal interessieren. Dann würde man hier mal ganz gerne... Jo, hier ist noch alles in Ordnung. Den werde ich gerne ebnen. Den hier... Ja, das ist ja auch noch alles Kraut und Rüben. So, hier haben wir... So. Den will ich eigentlich weg. Hier und hier. So, da kommt man hier so regulär da hoch. Dann kommt man eben hier runter. Ah, shit. So wollte ich das haben. Habe ich jetzt wieder mit der Fackel vertauscht. Ne? Eigentlich müsste es ja so sein. So, und das Wasser, das möchte ich eigentlich gar nicht loswerden. Aber ich möchte so ein paar andere Dinge loswerden. Ah, zum Beispiel hier, das könnte ich ja mal... Ich kann nicht essen, wenn ich satt bin. Das ist ja mal ganz doof. Super, dann kann ich ja jetzt das Ei holen. Okay, also das ist einfach nur ein Ei. Habe ich noch eine Schaufel? Ja, habe ich noch. Zack, zack. Dann können wir hier nämlich weiter wursteln. So, der Kies, der kann da ruhig am Wasser bleiben. Kies ist ja so typisch Wasser. So, aber den da würde ich wegmachen wollen und den da. Und den da und den da und den da und den da. So. Und dann würde ich eigentlich hier auch fast sagen, das ist dann halt so ein Gefälle. Ja, ihr kennt es ja. Aua. Ah, das nicht. Das da. So, so. Und dann so. Von mir aus auch so. Und da ist halt quasi die Erde hier so reingefallen. Von mir aus auch so. Genau. So sieht es dann ein bisschen natürlicher aus. So. Also da gab es halt einfach einen Durchbruch. Hier hinten steht ganz normal die Erde. Die hat sich halt so irgendwie so höhlenmäßig ergeben, von mir aus. Hier unten liegt auch so ein bisschen Erde. Es ist halt alles irgendwie so abgebrochen. Ja, genau, guck, seht ihr das hier? Da ist einfach die Höhle, die Kante wirklich so richtig runtergebrochen. Deswegen ist es hier so alles in Ordnung. So wie das hier gerade so ist, passt es schon. Na, hier oben stimmt es nicht ganz, aber die Erde kann sich ja auch verschieben mit der Zeit. Das macht ja alles nichts. So. Und da haben wir hier halt dann irgendwelches Gezuppel. Und dann sieht es nicht mehr ganz so dramatisch aus wie vorher. Das Einzige, was jetzt halt wirklich noch doof ist, ist dieser Baum. Ah, das ist jetzt halt so. So, und dann würde ich hier halt noch so ein bisschen... Du nicht. Genau, so sieht es dann von mir aus ein bisschen natürlicher aus. Dass hier die Erde so hängt, das ist halt so. Okay. Dann können wir mal im Inventar gucken, was haben wir denn da noch? Ja, vielleicht sollte ich wieder eine Kleinigkeit essen. Super. Dann kann ich jetzt nämlich wirklich sagen, zwei... Ich kann die Werkbank mitnehmen.
Und dann können die anderen da halt so bleiben, wie sie gerade so sind. So, und da hinten... So, darf ich hier raus? Dankeschön. Dich vielleicht auch. Danke. Oh, dann können wir das Zeug hier vielleicht auch mal mitnehmen. Na komm, komm, komm mit. Der ist doch jetzt gezähmt. Warum... Ja. Dieses scheiß Geblumengezuppel geht mir so auf den Zeiger. So. Ah, hier können wir vielleicht noch ein bisschen Erde reinhauen. So, und dann würden wir eigentlich hier fast weitergehen, oder? Bam. Hundi. Gehen wir eigentlich wieder nach Hause. Also die Blumen, die gehen mir schon so ein bisschen auf den Keks. So, und dass diese Endermänner hier einfach immer so einen Blödsinn machen, das nervt total. Ist das meiner? Ja, hey! Hey, du! Alles gut bei dir, oder? So. Halle, Hupsalle. Jetzt wird auch noch Nacht. Okay. Gut, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Hallo Enderman. Hallo Enderman. So, zack, 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 zack. Wir gehen ins Bett. Cheerio. Und gute Nacht. Ja. Hi Hundi. So, was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können jetzt natürlich, also ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, wie das mit dem Züchten funktioniert. Das geht halt genau einmal. Habe ich noch Knochen dabei? Nein. Aber hier habe ich Knochen. So, dann können wir jetzt eigentlich sagen, zack, zack, wir gehen mit den Knochen ein bisschen auf Hundejagd. So, der kann weg. Das kann eigentlich alles weg. Das brauche ich gerade alles gar nicht. Na gut, den will ich behalten. Der kann weg, der kann weg. Kann wiederkommen. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. So, das da oben ist gerade so ein bisschen die Gruschelkiste. Das kann auch... nee, Leiter will ich behalten. So. Ist auch so witzig, wie der sich dann da immer wieder rumteleportiert zu mir. So, dann würde ich jetzt mal auf die Knochen gehen und mal gucken. Ah, Erde. Aber der Creeper, der kam halt echt wirklich komplett aus dem Nichts. Das war so völlig überraschend. Ich bin ja zumindest froh, dass er hier meine Bude nicht eingerissen hat. Nein, gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt die Chance, hier die Erde neu zu verlegen. Aber ich glaube, die reicht gar nicht, was wir da so dabei haben. Zack, 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 zack und zack. Perfekt. Ja, perfekt. Es war ja fast so wie geplant. Also, na gut, hier stimmt's nicht ganz, aber ist ja auch egal. Hi, Hundi. So, und dann würde ich mal die Knochen nehmen und hier vielleicht nach einem anderen Hund suchen.
Da müssten... Ist das meiner? Ja, das ist meiner. Da müssten ja noch andere rumfahren irgendwo. Der da zum Beispiel. Hey du. Na, willst du auch einen? Ja. Cool. Was mit dir? Ach, du bist schon meiner, ne? Die sind beide meine. Okay. Also beides meines Hundes. Und dann ist die Frage, was mit dem da vorne? Hey du. Wunderbar. Und hey du. Wunderbar. Und jetzt werden die Knochen auch weniger. Okay. So, und dann habe ich quasi so eine Schar Hunde um mich rum. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also, wir würden das natürlich so machen. Und den da auch noch. Und eigentlich wollten wir ja glasen. Das heißt, wir bräuchten Sand. Für Glas bräuchten wir Sand. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob wir nicht jetzt wieder einen kleinen Ausflug machen. Also eigentlich wollte ich hier das Haus weiterbauen. Wobei ich vorher wegen diesem Gespenst, was auch immer, das sind vier, das ist ein bisschen doof, wegen diesem Skelett vorher so ein bisschen hadere, ob das so eine gute Idee ist. Hoi. So. Ich hadere ein bisschen, ob das so eine gute Idee ist, jetzt auf hier die Wände mit Holz zu bauen. Und nicht vielleicht doch lieber mit Stein. Auf der anderen Seite, wir wollen dann später so eine Burg bauen. Also vielleicht würde ich jetzt mal mein Haus, es ist ja die erste Behausung, vielleicht machen wir die halt später nochmal oder ändern sie oder bauen uns eine Zweitbehausung oder was auch immer. So. Oh, und da unten gibt es ja den Strand. Das ist so ein bisschen, da war der Enderman wieder. So, 5. Da und da. Da, 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 da. Okay. Und dann sagen wir hier wieder die 3. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. So. Jetzt haben wir hier nochmal. Zack. 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 Boah, das ist so total irritierend, dass sich die Hunde so einfach so wild vor mich hin porten. So. Du. Und ich würde jetzt mal echt hier runtergehen. Und ein bisschen Sand einsammeln. Ey, Elsa, geh mal zur Seite. Irgendwie, keine Ahnung, Kühe heißen irgendwie immer Elsa. Ich weiß nicht warum. So, also. Das heißt, wir schnappen uns eigentlich den Strand. Da, wo er wenig Sinn macht. So. Ach, Hundi, geh doch mal weg. Gut, das ist ein bisschen doof, dass die gezähmten Hunde immer dabei sind. Okay.
Okay. Und dann müssen wir eigentlich mal hier überlegen. Es ist halt relativ steiler Strand. So, das ist natürlich schon so ein bisschen sexy mit dem Strand hier. Den machen wir jetzt aber trotzdem weg. Habe ich noch eine Schaufel? Nein. So, dann ist es doch eigentlich fast wieder ein Grund, nach Hause zu gehen. Wo kommen da hinten denn schon wieder Creeper her? Ach, lass mich lügen. Die kommen wahrscheinlich aus der Höhle. Die kommen wahrscheinlich aus der lustigen Höhle, die wir entdeckt haben. Mit dem Schienensystem und so. Und dort gibt es dann halt wahrscheinlich wirklich einfach. Die Sonne geht schon wieder unter. Ja, fast. Die gibt es dann halt da wahrscheinlich wirklich einfach. Ja, Hundi. Zack und zack und du kommst weg und du kommst weg. So. Was auch immer das Pferd da von mir will. Okay, gut. Also, das andere war ja quasi, dass ich gesagt habe, hey, Holz, wir bauen Holz. So, aber Holz haben wir doch eigentlich genug, oder nicht? Oder habe ich das jetzt alles verbrezelt für die Decke? Ich dachte, wir hätten noch genug Holz. Okay. Also, da haben wir auf jeden Fall noch Holz. Dann würde ich doch mal sagen, versuchen wir hier oben mal basierend auf den Grundmauern. Ja. Ah. Kann man euch nicht irgendwo einsperren eigentlich? Dieses elendige Gepotte andauernd, das ist schon ein bisschen ätzend. Aber ich meine, ich habe mir jetzt natürlich auch genug Hunde gemacht, sodass es wirklich ein bisschen ätzend ist. So. Ich glaube, der stirbt jetzt. Aber das ist halt sein persönliches Problem, wenn er mir einfach immer vor die Füße läuft. So. Wir müssen jetzt eigentlich schon fast mal wieder schlafen gehen, wenn ich das so sehe. Und ja, das würde ich jetzt eigentlich auch gar nicht allzu lange herauszögern. Wir bauen dann morgen an der Baustelle weiter. Und vielleicht Tür zu. Runter. Also die Monster, wenn sie ein bisschen intelligent wären. Und da ist ein Hund kamikaze-mäßig vom Balkon gesprungen. Die Monster, wenn sie ein bisschen intelligenter wären, dann würden die mich sowas von platt machen, weil die Wohnung ist offen. Also das Haus ist so offen. So, zack, zack. Wieso bin ich da jetzt? Hallo? Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Gut. Und dann hallo Pferd. Zack, 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 zack. Ich dachte, ich hätte Inventory Tweaks angemacht, aber wahrscheinlich funktioniert die Mod für meinen Clone nicht. Das müsste ich mir mal angucken. Ja, wahrscheinlich, weil das Inventory einfach komplett überschrieben ist. Ach, Hundi. Es ist schon ein bisschen nervig. So süß das jetzt ist mit dem Haustier haben und so, aber dass die andauernd einem im Weg sind. Schon ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Okay, so, und dann müsste ich jetzt hier so rüber, genau.
So, und dann, hier war doch der Sand und das Glas. Einmal, zweimal und dann können wir da eigentlich direkt weiterbauen. So rum, genau. So rum und dann würde ich da eigentlich fast hier sagen, zack, zack. Die 3 ist natürlich total falsch. 5 ist mein sonstiges Slot. So. Und das reicht mir eigentlich auch schon. Also, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht groß übertreiben. Wah! Ich will das wirklich gar nicht groß übertreiben. Ich will halt bloß quasi dieses Dingens haben. So, und dann können wir hier eigentlich auch schon zumachen. Und dann hier genauso, zack, zack. Else die Kuh, bleibt mal hier, sagt Mu. So, und dann müsste ich eigentlich hier Fass. Na gut, da ist ja die Kiste. Das geht ja so gar nicht ohne weiteres. Das Glas ist kaputt, ne? Scheibenkleister. Okay, dann würde ich eigentlich hier vielleicht mal einen Durchgang machen. Jetzt nur temporär. Danke. Türen haben wir ja eigentlich noch. Und das Glas. Und dann bauen wir hier eigentlich schon wieder. Oh. Gut. Kommt hier wieder Kohle drauf. Kommt hier eine Tür hin. Tür auf. Tür zu. Ja, Else, ist ja gut. So, dann kommt die Tür wieder das Glas dahin und bäm. Willst du mich verarschen? Ist nicht wahr. Okay. Also hier. So, und ich bin jetzt hier wirklich gerade am Überlegen, ob ich nicht schon gleich den Durchgang mache. Ja, dieses Hin- und Hergezuppel, das ist echt nervig. Und das bedeutet eigentlich bloß, ich muss ja die Kiste aufmachen. So. Und ich muss mir echt mal überlegen, ob ich nicht irgendwie eine coole Monsterfalle bauen kann. So, was mache ich jetzt hier? Ich wollte mir was bauen. Was wollte ich mir bauen? Ah, ich wollte mir eine Kiste bauen, genau. So. Eine Kiste, weil ich die quasi dann hier hinstellen wollen würde. Und dann könnte man da nämlich quasi alles reintun, was ich jetzt von da drüben hole. So, jetzt machen wir erstmal dich weg. Und dich weg. So, und dann sage ich doch hier, jo, 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 jo. Okay. Und das kommt wirklich alles hier rein. Mir ist das gerade alles total egal, was es auch ist. Es kommt jetzt wirklich alles hier rein. Bis auf das Zeug, was ich halt eh bei mir haben will. Und dann geht's weiter. Super. Kommt das halt auch alles hier rein. Also das Hähnchenfell, das da. Zack, zack, zack.
Okay. Und dann haben wir hier auf jeden Fall dich. Und dich. So, und dann können wir jetzt hier mal sagen, hallo True. Einmal bitte hier und dann doch bitte all das wieder rüber. Das brauche ich ja jetzt nicht mehr. So, und dann können wir zu dir hier sagen. Da kann von mir aus nochmal eine hin und dann würde ich hier eigentlich die Wand wieder zubauen. So, und dann hätten wir dich eigentlich auch hier. Na toll. Ah, wenigstens kommt da jetzt kein Monster rein. So. Und dann würde ich eigentlich fast sagen, jo, komm, hau mal hier weg. Ich wollte eigentlich mal eine Schaufel wieder haben. Ich wollte hier eigentlich mal eine Schaufel wieder haben. Dafür brauche ich Steine. So, ich wollte hier eigentlich mal eine Schaufel wieder haben. Zack, zack, zack. Wunderbar. Und dann können wir hier sagen Glas. Du kannst ein bisschen weiter vorwerkeln, wenn du das magst. Gut, und dann würde ich jetzt hier Glas sagen, ne? Glas, Glas war hier. Zack, zack. Und das ist 5 und hopp, 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 hopp. Zack. Zack. So, wunderbar. Und hallo Kuh. Du hast ja eh nichts verloren. Gut. Dann hätten wir hier auf jeden Fall. Also, die Werkbank würde ich natürlich ganz gerne woanders hinpacken jetzt. Die würde ich jetzt vielleicht mal ganz gerne. Hier hin. Ja, aber da ist halt direkt die Tür. Das ist immer so blöd. Aber ich bin eh am Überlegen, ob ich die Tür hier nicht ändere. Warte mal. Spitzhacke. So. Dann könnte man hier zum Beispiel einen Ofen hinsetzen. Oder da. Dann könnte man den Durchgang hier auch anders machen. Wobei das vielleicht gar nicht so blöd ist, wie der da ist. Dann könnte man hier den Ofen und da den Ofen. Ich denke, ich gehe jetzt eh erstmal aufs Dach. Weil ich ja noch das Glasdach machen muss. Also es waren ja immer 3 nach oben, damit ich Luft zum Atmen habe. Das heißt, wir bräuchten hier auf jeden Fall. Sowas. So. Dann müssen wir eigentlich schon wieder schlafen gehen und eigentlich dann auch schon fast wieder neuen Sand holen. Und ich würde jetzt auch schlafen gehen. Und dann würde ich auch schon wieder neuen Sand holen gehen. Wie gesagt, wir brauchen den ja. Also das mit den Hunden, das ist so super nervig. Wenn die eigentlich einfach direkt vor einem porten. Schade. Ich hatte gehofft, ich krieg da vielleicht was. Aber leider nicht so richtig. So. Also wir schnapseln diesen Sand hier einfach weg.
so sehr ich es eigentlich genieße, dass der hier so schön sandig ist. Aber wir brauchen den halt gerade. So. Seitdem ich übrigens nachts nicht mehr so aktiv bin, laufen tagsüber auch nicht mehr so viele Monster drin rum. Ist euch das aufgefallen? Also das ist halt wirklich dieses, das ist halt Verfahren bei Mindtest. Ich glaube, bei Minecraft despawnen sie halt wirklich. Bei Mindtest ist halt wirklich so, Monster, die da sind, die in der Welt generiert sind, die sind halt generiert. Und Schaufel ist schon wieder alle. Komme ich jetzt hier auch irgendwo hoch? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss mir hier einen kleinen Aufgang basteln. Noch eine Schaufel hatte ich ja nicht, ne? Ne, hatte ich nicht. Gut, aber ich meine, das reicht jetzt eigentlich auch. Für das, was wir so vorhatten, reicht es wahrscheinlich auch. So. Da würde ich hier eigentlich fast eine Doppeltour. Da hätten wir hier so einen kleinen Begrüßungsraum. Da können wir hier den Sand schmelzen. Da können wir dich mitnehmen. Können wir hier hoch. So, und dann bist du hier, nehmen wir noch ein bisschen Sand mit. So, das Glas braucht ja super lange zum hergestellt werden. Eigentlich kann man das schon so lassen. Also, hier an diesen Ecken, das könnte man eigentlich prinzipiell so lassen. Und dann kann man hier rüber einfach wirklich das Holz reinziehen. So, Holz habe ich dabei, oder? Nein. Habe ich hier noch Holz? Auch nicht. Habe ich unten noch Holz? Ich glaube nicht mehr, ne? Ich glaube, das war es echt gewesen. Mit dem Holz. Es sieht echt so aus. Das heißt, wir müssen wieder Bäume fällen gehen. Zack, 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 zack. Die Lücke hier machen wir wieder zu. Zack, zack, zack. Bedam. So, dann würde ich hier mal eine Fackel hinsetzen. Da mal eine Fackel hin. Und da mal eine Fackel hin. Da habe ich auch keine Fackeln mehr. Jo, und dann wäre das quasi unser Wohnlounge-Bereich. Also man kommt dann quasi hier rein. Hier gibt es dann auch direkt, also den würde ich woanders hinsetzen, da gibt es dann auch direkt Gedönse, was auch immer Gedönse sein soll. So, komm, zack, zack. Ja, toll. Wegen einem. So, die Reihe müssten wir ja auch noch machen. Wobei wir da am Überlegen sein können, ob wir hier dann nicht wirklich die Holzverankerung machen. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich hier am Boden nicht vielleicht so einen kleinen Eingang mache. Aber auf der anderen Seite kann man ja schön hier oben rumlaufen und sich ein bisschen rumgucken.
Und dann hat man das halt einfach. So, und dann würde ich dich mal mitnehmen und dann würde ich sagen, hier einmal hin. Dann würde ich dich mal mitnehmen und sagen, hier einmal hin. Und dann hätten wir das auch schon. So, und dann kann man da das Dach reinziehen und dann kann man da oben auf die Terrasse. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Und eigentlich kann man dann hier immer noch sagen, okay, wir grenzen hier Räume ab, wir machen einen Schlafbereich, wir machen was auch immer. So, aber eigentlich habe ich ja noch einen Ofen parat. Und den würde ich dann gerne mal da hinsetzen und den anderen vielleicht daneben. Küche hin oder her. So, fluff, fluff, fluff. Und dann haben wir die Baustelle auf jeden Fall schon mal erledigt. An der Stelle bedanke ich mich dann erstmal schon mal wieder für die Aufmerksamkeit. Ich mache wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Man sieht sich und auf Wiedersehen.